So, Freunde, das sind wir wieder zu Horizon Zero Dawn. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Headset dieses für die PlayStation irgendwie nicht so dolle ist, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Ich finde, dass das hier um Wellen besser ist. Jetzt probiere ich das einfach nochmal aus. Und das ist kein teures Headset. Ja, jetzt gehen wir erstmal raus. 800 Schritte, das ist unser Ziel. Wie man hört, hat sie tapfer gekämpft. So, macht's gut, Freunde. Ich hol mir noch Frostbeulen. Steht eigentlich unser Tier noch? Nö. Ist irgendwie ausgeparkt. Okay. Da ist ein Speicherfeuer, da gehen wir als erstes hin. Na, nimm den Fuß aus dem Feuer. So. Und wir müssen nach da. Da ist zumindest die markierte Quest, glaube ich. Oder? Nur ein bisschen blöd zu erkennen, ist sie überhaupt noch markiert? Mal rauszoomen. Aber die ist nicht gelb. Quest aktivieren. Jetzt ist sie gelb. Da müssen wir lang. Okay, gut, sorry. Falsche Richtung. Dann gehen wir erstmal nach da. Ich glaube, bis wir die beiden Quests dann alle gemacht haben, diese Nebenquests gemacht haben, sind wir dann noch Level 15. Vielleicht können wir ja ein bisschen rennen. Oh. Damit die alle sehen, wir sind mega im Stress und wir setzen uns richtig gut für dieses Dorf ein. So, tschüss, Freunde. Ich war selbst schon. Der ist noch da. Wie cool. Hopp. Komm, mein Freund. Das ist ja cool. Ich dachte, er hat die Biege gemacht. Stirbt er dann oder ist er jetzt auf ewig auf uns geprägt? Hat auch lang genug gedauert. Du bist ein bisschen... Ja, so ist okay. Es macht echt Spaß, jetzt sich durch die Gegend zu reiten. Sich durch die Gegend zu reiten, naja, gut. Aber wir können dann eigentlich unseren Medizinvorrat nicht auffüllen. Und Schweine müssen wir auch noch jagen. Guck mal hier zum Beispiel. So. Soll ich dich jetzt freigeben? Schritte. So schön wie das auch ist, aber... Ich glaube... Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, irgendwie haben wir die Höchstgrenze schon erreicht. Okay. Ich glaube... Wir lassen ihn da stehen. Steht er noch da? Ja, da oben. Wie geparkt. Finde die vermissten Krieger in Teufelsdurst. So, dann schauen wir mal. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Ja, dann besuchen wir nochmal das Gebiet. Kriegerpfeile in diesen Maschinen.
Das gab sicher eine Massenflucht. Okay. Hier ist nichts. Ah, da sind Spuren. Oder? Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Ja, dann sollten wir jetzt wahrscheinlich den Spuren folgen, ne? Ja, sag ich doch. Dann markieren wir mal die Spur. Und folgen den Spuren. Und es fängt natürlich wieder an zu regnen. Das ist fast wie in Deutschland, das Wetter. Ich könnte mal denken, die Spieleentwickler haben so die Wetter-Ideen von Deutschland genommen. Erledige die Sägezähne. Was? Willst du mich verarschen? Ich sehe die noch gar nicht. Sägezähne erledigen wir. Sägezähne, das sind auch noch zwei. Okay. Die sind empfindlich gegen Feuer. Wir werden erstmal die Spuren markieren auch. Gut, dann werden wir mal sehen. Ja, haben wir keine Wahl. Dann gehen wir erstmal auf die geeignete Waffe, nämlich Feuer. Hat die noch genug? Nee. Jetzt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir uns so einen Sägezahn holen können. Wo läuft die denn lang? Diese Maschine kann ich nicht überbrücken. Erst muss ich mehr über sie erfahren. Erst muss ich sie killen. Eine Sprengfalle hinsetze? Zwischen die beiden Dinger? Warte mal, das müsste doch gehen. Ich glaube, der kommt gerade, ne? Ach, der läuft da hinten lang. Wow, 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 wow. Da ist wohl jemand aufgewacht. Und weg, 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 weg. Heilen, heilen, heilen. Ja, toll, wir haben sie beide geholt. Na super. Stimmt ihr? Komm, mein Freund. Bleib doch noch ein bisschen da. Könnte man die aber kriegen. Immer wieder anschleichen und killen. Die heilen ja nicht. Habe ich noch Köpfe? Ne, habe ich nicht. Okay. Nicht schon wieder. Na doch, wir müssen ja killen. Der kommt ja gleich wieder dahin. Ja, komm, mein Freund. Du willst es doch auch. Das ist ein echt guter Zeitpunkt. Das ist ein echt guter Punkt da oben. Dich zu killen. Stehen. Okay, das war's mit dem Schleichen. Und weg.
Renn, renn, renn! Eloy, renn! Nein, 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 nein! Okay, das war dumm. Mann, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, glaube ich. Das war sehr doof. Aber gut. Haben wir denn noch irgendwas, was mit Feuer zu tun hat? Inventar. Ja, erstmal brauchen wir Trinks, dass wir uns heilen können. So. Haben wir da irgendwas, was mit Feuer zu tun hat? Fallen und Tränke. Stellt eure Gesundheit her. Diese Falle wird auf dem Boden platziert und ausgelöst, wenn sie... Folgende Explosion. Das ist doch Feuer. Da! Sprengfalle. Ja, das ist doch perfekt. Dann brauchen wir die Medizintränke. Die müssen wir herstellen. Tränke, 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 Tränke. Kann ich nicht. Tränke. Gesundheitstränke. Den großen. Ah, ich habe nichts, um den herzustellen. Wir brauchen unbedingt Fleisch, Leute. Wir haben uns viel zu wenig mit Fleisch beschäftigt. Und jetzt brauchen wir erstmal die Sprengfalle. Da ist er. So. Erledige die Sägezähne. Achso, Pfeile. Gut. Wo sind die denn? Die kommen von da hinten. Holy. So, dich markieren wir. Dich markieren wir nicht. So. Wo war denn jetzt dieser Ausbruch da oben? Das ist ein perfekter Ort für eine Sprengfalle. So, schnell weg. Und weg, und weg, und weg. Weg! Ja, weg, 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 Eloy, weg, weg, weg. Na, die hat ja was gebracht. Na, die hat ja echt was gebracht. Vielleicht können wir da noch einen Sprengdraht hinbauen. Warte mal. Aber wohin? Hier. Und dann hier so runterrennen. Ganz ruhig. Das heißt ganz ruhig, da ist nichts passiert. Weg, 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 ab ins Wasser. Ich weiß, dass du pissig bist, mein Dinosaurier, Freund.
Aber es geht nicht anders. Ich stehe sonst nicht down. Ich weiß nicht, wie ich den sonst down kriegen soll. Wir könnten aber hier noch eine hinstellen. Hier so. So, jetzt müssen wir mal warten, bis der Sägezahn kommt. Und außerdem können wir hier noch so ein Draht hin machen. Warte mal. Nee. Nee. Sprengen. Genau. Ich bin längst weg. So. Jetzt gehen wir wieder auf dieses... Zersprengungspfeil. Probieren wir den mal. Komm, mein Freund. Du willst es doch auch. So, wir gehen schön hinter die Fallen. Und wir direkt ins Wasser gehen können. Schön leise jetzt. Und ab ins Wasser. Warum geht er denn nicht ins Ding? Ja, da brauchen wir neue. Die sind echt geil. Viele haben wir nicht mehr davon, aber unsere Fallen haben nicht wirklich was gemacht. Obwohl doch, ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob das Cheat ist, aber upsala. Anders kriege ich die Dinger nicht ja kaputt. Nicht kaputt so. Hier eine schöne Sprengfalle hin. So, dann brauchen wir hier wieder eine. Oh, die Sonne blendet mich. Oh, der kommt schon. Das war jetzt dumm, weil ich das Ding noch in der Hand hatte. Okay. Aber der Sprengdraht scheint zu wirken. Machen wir direkt nochmal. So, und wenn du kommst. Und immer schön leise. Gibt's wieder Spezialpfeile. Na komm schon, du hast es doch bald geschafft. Was? Ich werde tun, was ich tun muss. Du kleiner Idiot. Was? Schieß! Warte, 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 warte. Oh, der erste ist Blatt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Die habe ich nicht eingesetzt gehabt und die sind... Okay, jetzt müssen wir den anderen nur noch holen. Der kommt gar nicht mehr. Wir müssen uns halt beeilen.
steckt irgendwie fest, kann das sein? Ich habe den jetzt drin. Nein, nie. Jetzt jagen sie mich. Ist ja alles gut. Na komm schon. Kommt der? Ja, der kommt. Nö, der kommt nicht. Oh, hat er jetzt, ist der jetzt resettet? Entschuldigung. Boah, sorry. Ist der resettet? Ne, der sucht mich. Ne, ist er nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das sollte hilfreich sein. Kommt er wieder? Das sind hoffentlich alle. Letzter Schuss. So, jetzt schnell auf Feuerpfeile wechseln. Und die kleine. Okay, da kriege ich sie nicht. Der kommt wieder da vorne. Haben wir nicht noch eine Sprengfalle? Warte mal, wir haben da bestimmt noch eine Sprengfalle. Perfekt. So. Jetzt ist gleich vorbei, mein Freund. Ja, schwimm doch raus. Eloy. Oh, das war so minimal. Jetzt kannst du noch killen. Wenn er jetzt wieder kommt, ist er platt. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Nein! Sehr gut. Können wir wieder raus? Ja. Wir müssen aber erstmal sammeln. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Eben. Wo ist denn jetzt der? Da ist er. Sehr gut. So. Jetzt können wir erstmal gucken, was wir noch nachbauen können. Da haben wir wieder genug. Da brauchen wir Draht. Na. Da brauchen wir auch irgendwas. Und Feuerpfeile können wir wieder herstellen. So, wie sieht es mit unseren Tränken aus? Warte. Die wir jetzt die ganze Zeit verballert haben. Fallen und Tränke. Gesundheitstränke, Widerstandstränke. Nein. Ach, müssen wir im Inventar wahrscheinlich gucken, ne? Okay.
Tränke und Fallen. So. Detonierende Sprengfalle. Aber da war doch noch die andere. Ach, die kann man gar nicht herstellen. Na, ist egal. Jetzt ist sie platt. So. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Da liegt was. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Hab ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Dass ihr Schissbuchsen seid, ja, das wissen wir doch schon. So, kehre zu Dan zurück. Ja. Ja. Warte mal, rauszoomen. Da hoch müssen wir wieder. Ja, ist okay, da müssen wir wirklich wieder hin. Machen wir uns wieder auf den Rückweg. Und diesmal per Pedes. Okay, wir haben Loa. Autsch! Was, Autsch? Was ist passiert? War immer so zickig. So, was haben wir hier? Stein. Wer weiß. Wir brauchen auf jeden Fall Tiere. Aber wir brauchen Fleisch. Das heißt, wir werden jetzt ein paar Tiere mitnehmen müssen. Das nehme ich lieber mit. Weil für die Upgrade-Beutel und so brauchen wir Fleisch. Das ist nun mal. So, was liegt denn hier? Harz gewinnt. Das ist hier ein Notizbuch. Das ist, glaube ich, auch nicht schlechteste. Da ist was Tieriges. Das hört sich doch nach Schweinchen an. Na komm schon, Schweinchen, wo bist du denn? Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Ja, das wissen wir ja. Wir können aber so einen Kraser überbrücken. Die sehen übrigens ganz cool aus mit ihrem Rasenmäher. So. Wir gehen nach da. Da ist der nächste Kraser. 190 Schritte. Diese komische Musik. Ja, und während wir nach Mutterkrone laufen, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. In diesem Sinne, ciao und haut rein.